Frau Softic, Sie haben vorhin erwähnt, gerade am Anfang waren Sie auch viel mit Migranten zusammen, also auch mit Jugendlichen, die auch nach Deutschland gekommen waren oder Eltern hatten, die aus einem anderen Land kamen. Wie haben Sie zu denen Kontakt gefunden? Das waren überwiegend auch Freunde von meinen Eltern, von meinem Vater und meiner Stiefmutter. Die meisten Kinder sind ja auch schon hier geboren worden. Ich kannte also in meinem Freundeskreis niemanden, der so dann in Kelkheim damals, der so dann wie ich als Teenager hierhergekommen ist. Die waren alle hier geboren. Und das hat mir auch die ganze Situation erleichtert, weil ich fand auch viel Unterstützung, auch wenn ich mal was gesprochen habe und mal was falsch war. Und dann habe ich auch gebeten, dass man mich mal auch verbessert und alles. Und die haben das auch wirklich gemacht. Und ich fand das so toll. Also war schön gewesen. Und spielt es auch eine Rolle, dass man das Gefühl hat, dass einem die Leute so ein bisschen näher sind, weil sie eine ähnliche Geschichte haben? Nicht unbedingt, weil wir kamen zwar von unten alle, aber die Kinder sind hier geboren worden und haben eigentlich so das, was die Menschen unten aus Jugoslawien haben, das haben sie eigentlich, habe ich so gefühlt, nicht, das ist etwas anders gewesen. Aber super nett und super toll. Was ist das denn, was die Menschen in Jugoslawien haben, was hier irgendwie anders ist? Ich weiß es nicht. Es hat was mit Gefühl zu tun. Diese Art, Menschen zu begegnen und mit Menschen umzugehen und diese Herzlichkeit. Es gab hier auch in jeglicher Hinsicht, kann ich nicht sagen, aber es war anders. Es war anders, das kann ich gar nicht erklären. Das war ganz anders als unten. Also sind das vielleicht gar nicht so konkrete Sachen, wo man denkt, das ist mir ein bisschen fremd, sondern auch so ein Gefühl. Ja, das ist ja wirklich, hat viel mit diesem Gefühl zu tun. Und haben Sie sonst das Gefühl gehabt, die Menschen gehen offen auf Sie zu, also sagen, ach, du hast ja einen netten Akzent, wo kommst du denn her? Oder wie ist man ihnen begegnet? Doch, also super tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe wirklich super tolle Erfahrungen gemacht. Die Menschen sind auf mich zugegangen und auch ich habe als Verkäuferin bei Kaufhaus Ritterborn in Kelkheim gelernt. Und meine Kunden, die dann zu mir kamen, die haben mich auch häufiger darauf angesprochen und meine Arbeitskollegen und ja, war schön. Also positive Erfahrungen, die Sehr Sie positiv. gesammelt haben. Sind Sie auch mal so Vorurteilen begegnet? Es muss ja vielleicht gar nicht so Fremdenhass in Form von Gewalt sein, sondern wirklich im Alltag, dass man jemanden zu spüren gibt, du bist hier nur Gast oder du gehörst ja nicht ganz dazu. Nein, also ich persönlich hatte wirklich dieses Glück gehabt. Nein, das habe ich, bin ich nie begegnet. Im Gegenteil, ich hatte immer so viele Menschen, auch fremde Menschen, die gerne geholfen haben, die gerne unterstützt haben, die für mich da waren. Und ich fand das super. Also, aber ich gehe selbst auch etwas anders damit um. Ich bin hier zu Hause. Ich liebe meine Heimat, aber das ist auch meine Heimat. Und das ist schon seit der 9. Klasse so, dass ich dieses Gefühl hatte und mit der Zeit ist es auch ganz fest geworden. Das ist mein Zuhause. Ich fühle mich hier zu Hause und nicht nur, ich bin hier zu Hause. Es ist so.